So. Das. Genau. Das und das. Ah, ist noch nichts passiert? Schade. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das auf den Grill werfe. Stopp mal, ich will jetzt mal gucken. Bärchen. Ich nehme den Bären mit. Wenn ich schon auf dem reiten kann und drei habe. Mal gucken, ob das klappt mit den Dingern. Hallo? Wer? Das geht so nicht. Okay, also das Leather Brittle und der Sattel aus der Mod gehen nicht am Bären. Okay. Wo ist die Leine? Och, nö, ich habe wieder eine Leine eingesaugt. Nein, nicht absteigen, ich wollte sprinten. Boah, der ist lahmarschig, du bleibst hier. Da bin ich ja zu Fuß schneller. Genauso schnell wie der Elefant. Der Elefant? Ich könnte ja mit dem Pferd reiten, tatsächlich. Was wird denn das? Darko, ich habe eine Straße ausgeleuchtet extra, für, falls du jetzt eine Rennstrecke machen willst. Ich habe eine übelst lange Straße. Da kannst du die Hütchen aufbauen, dass Kurven mit drin sind. Hast du dir etwa auch einen ganzen Stack davon gleich hergestellt? Hütchen? Ja. Nee, noch nicht, aber sollte ich. Ich habe einen ganzen Stack tatsächlich. Oh. So, ich musste kurz Pausebild ausschalten. Kommst du mir jetzt ernsthaft hinterher wegen der Straße? Ja. Wow, warte mal, da muss ich doch mal gucken, wo die geht. Schreib dir mal die Koordinaten. Schreib dir mal bitte die Koordinaten auf. Ja. X906. 906, ja. Z1818. Das ist eine komplett lange Straße, die macht dann noch, die geht bis zu einer Kreuzung und dann habe ich noch schön durch ein fettes Eisbiom gezogen, ausgeleuchtet. Ist in die Richtung, oder? Ja, in die Richtung, wo ich jetzt tatsächlich auch mit hinrenne. Außer 800 Blöcke. Oh. Ey, ich sag ja, ich war hier locker 10.000 Blöcke in jede Himmelsrichtung schon unterwegs. Ja, es ist. Ja. Ich denke mal, so lange werden wir das Projekt hier auch nicht mehr machen, oder? Nö. Die Mob-Quests, ey. Kannst du knicken? Auch wenn es dann Spawn-Eier von bestimmten Tieren gibt, mit denen wir interagieren müssen. Warte mal, das ist ja dann auch wieder nur, ich zähle mir ein Tier, klick einmal fertig und das war's. Ja. Mehr Sinn hat das ja auch nicht mehr. Ey, aber halt die anderen Sachen würde ich gerne noch fertig kriegen, weil Neta habe ich über ein Häkchen, da fehlt noch was. Da wird auf jeden Fall noch was aufploppen. Wie schreibt man eine Pylone? Wie schreibt Pylone, man was? Diese Pylonenteile. Wie die heißen? Du kannst Fragen stellen. Ach nee, du meintest ja, du hattest ein Stack. Ich hab ein Stack Hütchen, genau. Die kosten auch nicht viel. Dann muss ich halt erstmal ein bisschen, wie die heißen. Moment. At Mr. Traffic Cone. T-R-A-F-F-I-C. Traffic? Oder du gibst at MR ein und dann bist du in der Mod drinne. Ich komm her. Concrete herzustellen. Hast du bitte Concrete hergestellt? Aus Sand?
und Kies und Farbe. Ja, wann? Und warum? Wann? Ja, gute Frage. Das war alles noch in der Dings. Im Stream, auf jeden Fall. Das hab ich alles noch im Stream gemacht, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Weißt du, in welcher Kiste das denn ist? Die Hütchen sind draußen in den Viererkisten von Crate. 400 Kisten von Crate? In den Viererkisten. Du musst deutlich reden. Mach ich doch. Scheinbar nicht. Na doch, Viererkisten. Wenn du irgendwas anderes drunter verstehst, dann tut's mir leid. Aber Darko, du darfst fürs nächste Projekt, ich weiß ja nicht mal, wann das startet, ob ich über die Weihnachtszeit Ruhe mache. Aussuchen, ob du ein 1.16er oder ein 1.12er Modpack möchtest. Kann ich mir was anderes aussuchen? Kommt drauf an, was. Team. Was ist mit absolutes Steam? Team, nicht Steam. Ach so, naja, da musst du dich für ein Modpack entscheiden. Es gibt definitiv welche, die wir als Team machen müssen. Na, ich kann ja danach den bauen. Ey, ich kann dir ja irgendwann mal die Liste schicken von denen, die ich noch. Hier ist Minecraft frei, cool. Na hier schicken von dem, was ich so abgespeichert habe. Ein Flamebuch war da drin, okay. Okay, in der Ecke war ich noch nicht. Jetzt müssen die Warane kommen. Wenn die nicht kommen, hasse ich mein Leben. Einfach nur den Kack-Loot haben. Da hinten geht's noch weiter, aber ich bin immer noch nicht da, wo ich hin wollte. Hast du ein Bett dabei? Nö. Rein technisch habe ich eigentlich immer eins dabei. Aber irgendwie. Heute nicht. Hä, rein technisch hast du immer eins dabei? Ja. Also auch jetzt. Nee. Ich habe doch gerade gesagt, rein technisch habe ich immer eins dabei, außer jetzt. Da ist ein Varan. Nö, im Backpack habe ich auch keins. Du kannst aber gerne Nacht machen, wenn du willst. Ja, ich mache mal Tag. Mann, lass mich, ey. Mein Tag war heute schon stressig genug und anstrengend. Nicht so stressig wie meiner. Ist Tag. Bist du sicher? Ich musste, ich musste Weihnachtsgeschenke einpacken. Kusch, 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 kusch. Vor allem, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt und ich rede von Weihnachtsgeschenken. Geil. Ich hab ein Problem. Wenn meine Base kaputt ist, töte ich dich. Ich kann nicht mal runter. Wie runter? Ich hänge im Fahrstuhl fest. Unter mir fährt ein Fetti hoch und ober mir fährt ein Fetti hoch. Dann musst du dich fallen lassen. Geht nicht anders, Darko. Tschüss, och, Fetti. Nee, das ist ein Varan auf Speed. Wie viel Leben hast denn du? Zeig mal her. 114! Shotgun regelt. Wenn ich nachladen könnte. Scheiße. Die hat ja nicht so einen Nachladespeed wie die Sniper. Nein, ich hab ihn getötet. Scheiße, ich hab so oft drauf geschossen. Ach, muss man den auch wie einen Arc runterhitten? Ich brauch den Loot von dem Viech. Und da würde ich halt gerne mit Looting klatschen. Also.
Ja gut, ist auch. Und hier ist halt mal wieder ein kompletter Mietschacht freigelegt. Ich mag dieses Biom. Ich mochte das Biom schon immer. Bis auf das mich jetzt die ganze Zeit Mobs verfolgen. Ich wurde in einem gewissen Projekt dafür gehasst, dass ich so ein Biom gefunden habe. Welchen denn? Kannst du ruhig sagen. In einem Projekt, wo du ein Taubstummer warst und ich das so für alles Mögliche bekommen. Da habe ich aber auch schon vorzeitig eins gefunden und habe ja dem Typen da Haufen Blöcke davon geschenkt. Als Verhandlung. So als, ne, lass uns verhandeln auf positives Endergebnis. Kriegst du ganz viele wunderschöne Blöcke. Mir war es irgendwie verboten, dass ich das Ding finde und halt die Minenschächte loote, weil die eine Chunk-Fehler waren. Die sollten angeblich gar nicht spawnen. Die Minenschächte. Ja. Ja, ist klar. War nicht gewollt, dass es da halt Loot gibt. Also mal ganz ehrlich, ne, wenn die Person nicht gewollt hätte, dass die nicht spawnen, Herr mit dem Ei, hätte er Dings ausschalten müssen. Hier Strukturen ausschalten müssen. Hat er ja nicht gemacht, weil er hat ja alles gefunden. Auch jede einzelne Spawner-Struktur. Ach, das war. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe mich nie an einem Spawner, glaube ich, hochgelevelt. Ich auch nicht. Ich habe die abgebaut, aber ich habe die Kisten immer gelootet. Unter der Stadt war ja auch ein Spawner. Der wurde gelootet, wurde dann dem besten Freund gegeben und der hat das OP-Essen alles gefuttert. Obwohl man das hätte auch nicht machen dürfen. Seitens Regeln. Hey, unsere Mine hat aber auch eine extra Kiste, nur für dieses besondere Fressen. Na, ich habe das, was ich gefunden habe, eigentlich auch aufgehoben. Bis ich irgendwann erfahren habe, diese eine Person hat das, als die das Geschenk gekriegt hat, komplett gefuttert. Da habe ich mir dann gedacht, ne, scheiß drauf, ich esse das jetzt auch. Immer wenn ich dann im Exil erkunden war, habe ich das gegessen. Weil das halt manche einen richtig schönen Buff gegeben haben. Da war ich als Chef sowieso zu alt. Ich habe mir immer für meine Angestellten bei dir Essen geholt. Aber ich habe immer das geile Essen gefordert. Da, nee, da ich war ich ja ehrlich gesagt nie was Gutes bekommen. Da war ich nicht mehr im Exil. Ja, aber du weißt, wo ich mal oder wann ich war. Ja, ja. Nö, aber als ich das dann gehört habe, die eine Person hat das gegessen, habe ich das dann auch genutzt, ausgenutzt. Also, wenn. Das, aber man hat es mitgekriegt. Moderatoren und Admins, die haben sich an keine einzige Regel gehalten. Die durften es ja. Wie war die Aussage? Ich bin YouTuber, ich darf das? Das ist aber auch deine Aussage. Schon ewig nicht mehr. Nee, schon ewig nicht mehr. Wenn ich jetzt sowas sagen würde, dann würde ich wohl eher sagen, das ist mein Server, ich darf alles. Selbst wenn ich jetzt hier einfach mit Rocket Launcher alles in die Luft jage. Wäre ich. In vielen Modpacks stinkt es auch auf dich. In dem würde ich dich küssen. Warum? Weil du wortwörtlich dir mehr schadest als mir. Nö, nee, warum? Ich, jetzt hier, wo ich bin, ist ja bloß Dingsbiom, Claybiom. Ja, aber ich meine, wenn du deine Base in die Luft jagst, so meine. Ach, ich rede doch nicht von meiner. Raketen fliegen weit. Und Legs lassen sie gerne mal umdrehen. Nee. Wäre aber cool. Ich stelle mir das so vor, du schießt hier voll auf mich ab. Ich bleibe aber nur stehen, dann leckt es und auf einmal explodiert es wieder bei dir. Vier Stück. Nee, Wärmesuchraketen wären noch geil. Da bist du dann wirklich. Oder generell Zielsuchraketen. Was? Der blubbert gar nicht, warum ist das Vieh so schnell? Schießt ihm jetzt in den Arsch. Alter, das Ding ist ja mal voll auf Speed. Bin immer noch. Oh, ich drehe am Rad. Scheiße, ich muss die Rüstung ausziehen. Sonst stirbt das Vieh durch Zorns.
Ich will ja den Loot haben. Das sieht schon mal nach Straße aus. Die ist halt. Die Erik meint. Die ist halt richtig ausgeleuchtet. Okay. Ja, ich bin auch noch 800 Blöcke weg. Ich habe nichts bekommen, außer ein ekelhaftes Difficulty plus 10 Hertz. Willst du mich verarschen, ne? Nimm ruhig. Das nehme ich dann in deiner Base. Das zählt dann auch. Das zählt dann auch für dich. Ja, ich weiß. Ja, es zählt generell nicht für Personen, sondern für die Orte. Ich stopp, Drache, ich lade nach. Stopp, nicht angreifen. Nein, hör auf. Aus. Wie viel Leben hast du noch? Immer noch so viel. Ja, zum Nachladen. Kurze Pause, ich muss mal nachladen. Oh, geil. Der hat auch wieder nichts gedroppt. Ja, was soll er denn droppen? Irgend so eine Scale. Oh, ich muss wieder Pumpkin-Munition. Pumpkin-Munition machen. Ich habe hier noch solche Krabben. Braucht man die noch für irgendwas? Krabben? Dieses Krabbenfleisch, was du mal gefahren nee, hast. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche Mantis-Schrimp. Mantis-Schrimp? Ja, es ist auch ein Tier, was du tamen musst. Die machen Blockschaden tatsächlich. Nein, Drache, hör auf! Lade nach! Geh weg! Ich heil mich gerade wieder hoch erst. So. Diese Emotionen vermisse ich irgendwie bei dir. Wo wir einen Shooter gespielt haben, war das alltäglich, dass du mich so voll gebrüllt hast. Ja. Das sind halt Shooters. Ja, und das hier ist eigentlich ein friedvolles Spiel ab 6 eigentlich. Und kein Ausrasterspiel. Okay, ich habe 4 Stück gekillt. 2 mit Schwert, 2 mit Shotgun. Keine Scale von denen bekommen. Hm. Sehe ich den Darko eigentlich auf der Map? Das ist das Endportal. 400 Blöcke habe ich noch. Ja. Die ist lang, die Strecke. Also es ist eigentlich so ein 30 Sekunden Rennen. Ist das nur eine Gerade eigentlich? Ja, das ist aber so eine breite Straße halt und die geht bis zu einer Kreuzung. Ja. Und an der Kreuzung bin ich dann um irgendeine Ecke gebogen. Also man kann dort Hütchen aufbauen, dass man Kurven drin hat. Die Autos, die man hier craftet, sind ja nicht so breit. Und es gibt immer noch Hindernisse. Ich weiß nicht, ob Autos über einen Block fahren. Ich meine ja. Also ich weiß nicht, ob sie über einzelne Blöcke fahren, aber so ein Block höher, Höhenunterschied, das ist kein Problem. Naja, der Offroader vielleicht. Bei den Klingo-Karts bin ich mir nicht ganz so sicher. Na gut, das weiß ich auch nicht. Aber so ein Ding crafte ich mir heute auf jeden Fall noch. Du musst ja doppelt craften. Warum? Du kannst sie auch craften, ne? Das weißt du. Bei mir in diesem komischen Block gibt es aber keinen Formel-1-Wagen oder so. Den du mir als Nikolaus geschenkt, glaube ich, war dabei. Ja, als Nikolaus, genau. Dann musst du vielleicht die Quest erstmal komplett machen. Nee, der Block sieht ja auch ganz anders aus. Hä, nee, die craftest du in der Werkbank in der roten, die in der Kiste waren. Ja, genau, aber laut Quest war das ist ein Vehikelblock. Nein, du guckst in die Werkbank dort rein, da legst du die Sachen rein, die du zum Craften brauchst. Ja, genau, und da ist halt. Oh Gott, du hast ja echt ein winziges Areal. Oh je. Yeah. Aber ein netter Innenhof. Da brauchst du keinen Vehikelblock dafür. Nee, brauchst du nicht. Du guckst rein, du kannst es dir aussuchen. Ja, klar, aber da such da mal jetzt nach Formel 1-Wagen. Warte,
fang nochmal an. Boomcar, Dirtbike, Dune Buggy, Fertilizer, Fluid Dingsbums, Go-Kart, Golfkart, Jetski, Laun Mova, keine Ahnung was das ist. Minibike, Minibus, Moped, Offroader, Cedar, Shopping Cart, Smart Cart, Speedboat, Sports Plants, Storage Trailer, Traktor, Vehicle Trailer, Aluminium Boot. Naja, Formel 1 hatten wir auch nicht, wir hatten die Go-Karts. Okay. Warte mal, oder war eins? Die kosten halt nur eine Small Engine, Wheel, 36 Iron Ingots und 4 Paneele. Ja, gut. Das kann ich mir auch selbst craften. Hattest du eigentlich einen Dschungel gefunden? Nein. Okay. Apropos Dschungel, ich müsste Dschungelbäume mal abbauen bei uns wieder. Ich brauche noch mehr Bananen, wenn wir mal einen finden. Du hast Dschungelbäume? Ja, habe ich dir das letzte Mal, habe ich das erzählt oder war das im Stream? Ich habe Jungle Leaves in einer Stadt gefunden, die habe ich mit Looting abgebaut und habe Sapling rausbekommen. Hab mir dann. Ja, ich habe einen Jungle-Sapling gerade im Inventar. Hab du das dann die Bäume aber 4x4 gespawnt, abgebaut und da kam eine Banane mit raus. Schwupp-Quest erledigt. Aber irgendwie kommen jetzt hier keine Bananen mehr raus. Das ist ein bisschen. Doch, eine. Eine habe ich. Ich habe eine Banane. So, wieder 8 Zepplinge. Nice, nice. Okay, nee, das geht nicht. Ich muss den Luft. Ja, mach das. Dauert aber nicht. Du weißt, was ich mache. So, bisschen Zeit ist noch zur nächsten Pause. Das hier, das macht mich kirre, dass ich das nicht weiß, was das ist. Und hier muss auch noch was aufploppen. Aber was? Das hat bestimmt was mit den Dingern zu tun. Mann, ist das nervig. Ich könnte ja mal dann in diese Richtung hier rennen, gucken, ob da irgendwo ein Jungle ist. Erste Mal 2 rote Herzen. Verkauft. Mobblut. Mobblut. Das. Da rein. Holz war hier. Das Buch da, die Bälle. Das sind diese Guster, die bleiben mal. Das da rein. Der Tropical Fisch bleibt, falls ich so einen Mantis finde. Das Buch kommt erstmal wieder hier rein. Die Banane kommt da rein. Shotgun-Muni, das machen wir auch erstmal alles wieder da rein. Der Apfel da rein. Fackeln dahin. Das dahin. So, und zwar Richtung Nordwesten. Tame ein Baby-Elefanten. Eine weiße Blume habe ich bekommen. Wow. So. Ich habe weiße Blumen dabei. Ja, habe ich. Sehr schön. Jungle, Jungle, Jungle. Ich will jetzt einen Jungle. Und keine verkackte Stadt. Da flatteridatscht ein Bienchen rum. 2 Bienchen. Okay. 4 Bienchen. 5.
Nee, eine Fliege ist das. Alter, wie viele Bienen fliegen hier rum? Holy shit. Meh, keine Tür. Ich war eingesperrt. Okay. Ein Flower-Biom brauchen wir noch. Für die Human Birds. Ich habe keine Pokebälle dabei. Nee, scheiße. Scheißen, scheißen, scheißen. Und natürlich wird's jetzt Nacht. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Ich müsste vielleicht die hier mal in der Offhand halten, ne? Falls hier rein zufällig so ein Vogel kommt. So ganz rein zufällig. Ah, was mir glaube ich nicht danach aussieht. Hier kommt die nächste Stadt. Okay. Okay, okay, okay. Oh nein. Die wollen mich wieder anknabbern. Nö, 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 nicht mit mir. Warte mal, hier komme ich so hoch. Ich habe nur noch die Schüsselsuppe hier. Scheiße. Wir sind ja halt total scheiße gespawnt vom Biom her. Was? Da drin aber einer. Und ja gut, wenn man draußen spawnt, dann fällt man tief. Ja, nee, das dürfte kein Blumen... Nee, ist es nicht. Schade, schade. Schön wär's gewesen. Oh. Oh, okay. Wir sprinten mal nicht, wir laufen mal normal.
F3. Orchard. Müsste ich tatsächlich gleich mal gucken. Ne? Kommen die hier hoch? Nee. Hier. Dschungel, Blumenwald, Sunflower Biom, Dschungel, Blumenwald und Sonnenblumen Biom. Da ist einer! Ich hab ihn gesehen. Ich brauch Dreck zum Hochstecken. Da fliegt er! Was jagst du jetzt hier? Ich hol mir so ein Hummingbird. Wo ist er hin? Alter! Geh mal. Oh nein, da kommt ein Fetti. Oh, Scheiße. Oh, da hab ich ihn gesehen und ich kann nichts machen. Kotzt mich das gerade an. Da ist noch einer! Komm her! Hab eine Blume, komm! Komm! Beachte nicht die Toten! Komm her! Oh. Nervt, ey. War der gerade bei mir? Da ist einer! Es ist Nacht, ich kann nicht schon. Ja! Er hat Herzchen bekommen! Aber keine Quest abgeschlossen. LOL. Ich hab mir den getaped, ich hab die Quest nicht gekriegt. Jo. Ey, das kann doch jetzt nicht sein, dass das nicht funktioniert. Kann ich und sage ich nur Pech zu. Ey, der folgt mir jetzt halt. Der gehört ganz mir, aber. Der wollte mich runterschubsen, der kleine Penner. Ey, warum klappt das mit den Quests nicht? Ich habe halt auch kein Pokéball, um den jetzt mitzunehmen. Muss man den Tieren vielleicht noch irgendeinen Nantic oder so geben? Ne, da steht nur da, Breed a Hummingbird. Der folgt mir jetzt halt auch die ganze Zeit, also... Ich verstehe das nicht. Ich spring den jetzt mit nach Hause. Also zu mir. Aber... Du hast doch mal gesagt, du hast eine Internetseite, wo du wegen dem Projekt... wo Leute da Fragen stellen und so weiter. Oder war das der Discord-Server von denen? Das laggt. Nee, ja, es laggt schon den ganzen Tag. Nee, das war die Curse-Watch-Seite. Ach so. Da unten gibt es so Kommentare und Fragen.
etc. Das ist gerade nicht lustig. Piepmatz? Leckt schon wieder, keine Sorge. Ja, der ist irgendwie gar nicht mehr bei mir gerade. Ist auch waiting for Server. Hallöle. Ich glaube, das spielt gerade ab. Ja, ich stehe nur noch rum. Ja, yep, der ist weg. Alter. Okay. Was ein Glück, dass ich die Konsole offen habe. Hat dem nicht gefallen, dass wir so weit auseinander sind. Na, ich war auch gerade am Aufdecken nebenbei. Yo, was mach ich denn jetzt? Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Das war meine Meldung mit dem Stream. Was ist denn bei Kedo los? Kedo links. Kedo streamt auch. Und ich werde bei Kedo immer noch nicht angezeigt. Weißt du aber ja mittlerweile. Ja. Ja, der komische Typ, der hier die Bots einrichtet. Der. Ich weiß nicht, ob der talentiert ist oder in dem Punkt doof. Der vergisst immer viele einzutragen. Anscheinend nur seine Lieblinge trägt er ein und die anderen, ja, die haben Pech. Weil ich habe Kedo schon immer drauf angesprochen und der hat dann den verlinkt und meinte hier, kümmere dich mal drum. Ja. Na gut, dann mache ich jetzt ein kurzes Päuschen, bin gleich wieder da und